Wer träumt nicht davon, einfach nach Lust und Laune loszufahren und dort Urlaub zu machen, wo es einem gerade gefällt? Beim Urlaub mit Freizeitfahrzeugen ist genau das möglich. Und deswegen wird diese Urlaubsform immer beliebter. Viele Menschen, die Jahrzehnte ganz anderen Urlaub gemacht haben, entschließen sich jetzt für Camping. Man ist der Natur nah. Es ist ein gesunder Urlaub. Also auch vom CO2-Fußabdruck ist es sehr sparsam, sodass das für immer mehr Menschen einfach geeignet erscheint. Familie Heid interessiert sich für einen Caravan. Für die Campingfans ist es wichtig, dass ihr Fahrzeug Komfort bietet und gleichzeitig über ausreichend Zuladungsmöglichkeiten verfügt. Was kann ich denn zuladen in dem Wohnwagen? Die maximale Zuladung bei dem Wohnwagen liegt jetzt hier bei der 2-Tonnen-Achse. Das heißt, wir haben hier eine Zuladung von 500 Kilo. Nach ausführlicher Beratung mietet die Familie ihr Wunschfahrzeug an. Der übliche Einstieg in diese Urlaubsform. Das Ehepaar Schäfer wiederum will mit einem Wohnmobil in Urlaub fahren. Was uns natürlich auch interessiert, ist natürlich die Ausstattung und die Möglichkeit, was man da alles reinpacken kann. Da ist natürlich für uns immer interessant, auf was Sie Wert legen. Und bin sicher, da finden wir auch dann das Passende, damit wir Ihr Wunschfahrzeug zusammenstellen können. Auch Sie mieten Ihren Favoriten an. Beiden Familien ist es wichtig, dass Ihr Fahrzeug die neuesten Sicherheitsstandards erfüllt. Macht's Spaß? Ja. Meinst du, ich könnte da auffahren? Mit Sicherheit. Da wackelt nichts, da rüttelt nichts. Schwenkt nichts hin und her. Gar nichts, echt nicht. Sicherheitssysteme bei Freizeitfahrzeugen sind auf jeden Fall ein großer Vorteil. Auch im Wohnmobil bringt zum Beispiel ein ESP sehr viel. Das haben wir auch in Tests so festgestellt. Aber auch Anhänger-ESPs, wie man sie jetzt von verschiedenen Herstellern für Wohnanhänger, also für Caravans bekommt, sind sehr wirksam. Bei einem bayerischen Leichtbau-Chassis-Hersteller für Freizeit- und Nutzfahrzeuge werden solche Systeme gefertigt. Sie lassen sich in neuen als auch in älteren Modellen verbauen. ATC, können Sie sich ganz einfach vorstellen, ist ein ähnliches System wie ESP beim PKW. Eine Software erkennt, ob der Wohnwagen über eine bestimmte Toleranz am Schwanken ist und greift dann auf das bestehende Bremssystem ein. Durch die Bremsung wird das Fahrzeug gestreckt und diese Pendelbewegung wird innerhalb kürzester Zeit eingedämmt. Mit einer Anhängerkupplung mit Reibbelägen lassen sich die Pendel- und Nickbewegungen des Caravans zusätzlich eindämmen. Eine weitere Verbesserung des Sicherheitsaspekts lässt sich durch eine automatisch nachstellende Bremse herbeiführen. In Gefahrensituationen spart man mit ihr wertvollen Bremsweg. Bei Wohnmobilen gewährt eine Vollluftfederung durch die optimale Einstellung der Trimlage immer beste Straßenlage. Die verschiedenen, auch nachrüstbaren Sicherheitssysteme werden bei den Campern immer beliebter. Die Vorteile für den Kunden sind darin, dass er schneller ein gutes Gefühl beim Fahren bekommt, dass er die ungeübte Situation leichter beherrscht und letztendlich mehr Komfort und damit Freude beim Fahren hat. Auch Familie Heid und das Ehepaar Schäfer haben die neuesten Sicherheitssysteme an Bord. Die Campingfans zeigen sich überzeugt von den daraus resultierenden Fahreigenschaften. Ja. Der bleibt richtig gut in der Spur, lässt sich richtig toll fahren. Das merkt man. Den Wohnwagen merkt man gar nicht hinter dran. Ganz ruhig, ganz leise. Auf dem Campingplatz angekommen wird der zweite große Trend in der Branche deutlich. Auch Komfort wird beim Camping immer wichtiger. Das Wohnmobil lässt sich dank der Vollluftfederung per Knopfdruck auch auf unebenem Terrain ausnivellieren. Anschließend kann der mitgebrachte Roller dank elektronischem Verladesystem komfortabel ausgeladen werden. Beim Caravan kommt nach dem Abkuppeln ein Rangiersystem zum Einsatz. Mit Hilfe von Fernbedienung und Joystick wird das schwere Gefährt auf den Stellplatz manövriert. Mit der dazugehörigen App wird anschließend überprüft, ob der Anhänger in der Waage steht. In den letzten 20 Jahren ist einiges passiert in der Branche. Es hat sich sehr gewandelt. Die Weiterentwicklung im Camping steht natürlich nicht still. Die ist gewachsen. Wie die Autoindustrie auch, rüsten natürlich auch die Camper auf. Die modernen Freizeitfahrzeuge werden mehr und mehr zu Ferienhäusern auf Rädern. Sowohl beim Caravan als auch beim Wohnmobil bleibt speziell im Innenraum kaum ein Wunsch der Camper unerfüllt. Doch auch bei Komfortausstattungen und Sicherheitssystemen werden die Freizeitfahrzeugnutzer immer anspruchsvoller. Die nachrüstbaren Systeme erfreuen sich großer Beliebtheit. Auch für ältere Modelle sind die Systeme durchaus sinnvoll, denn so bleiben die Gefährte auf dem neuesten Stand der Technik. Für Familie Heid und das Ehepaar Schäfer ist das Testen ihrer Fahrzeuge der richtige Weg.
So können Sie sich in Ruhe entscheiden, mit welchem Fahrzeug und welchen zusätzlichen Systemen es demnächst in Urlaub geht, damit der unbeschwerten und sicheren Fahrt nichts mehr im Wege steht.